Ich möchte heute mal was über das Dilemma unserer Existenz erzählen. Denn wir alle Menschen sehnen uns ja so sehr nach dieser inneren Erfüllung. Und was ist das mehr als dieser innere Frieden, dieses im Punkt ankommen bei sich selbst, deckungsgleich sein mit sich selbst? Eins sein mit sich selbst. Jeder kennt das, jeder wünscht sich das. Das ist das, wonach wir uns alle so sehr sehnen. Authentisch sein, ich sein. Einfach deckungsgleich ich sein. Und jetzt erzähle ich dir, warum hier das Dilemma versteckt ist. Denn als Menschen, ja, in dieser irdischen Existenz leben wir oder anders, wir sind Wesen der Polarität. Denn diese Realität, in der wir hier unterwegs sind, besteht aus Gegensätzen, aus Polarität, aus Hell-Dunkel, aus Früh-Spät, aus Licht und Schatten, aus Vorne-Hinten, aus Oben-Unten. Ne? Also brauche ich dir jetzt nicht aufzuzählen, du weißt genau, was ich meine. Und das ist eben sozusagen der Stoff dieser Realität, in der wir hier unterwegs sind. Und ich arbeite zurzeit mit vielen Menschen, die an einem ähnlichen Punkt stecken, die nämlich sagen, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß zwar, da ist was, ja, aber ich komme da nicht ran. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Und genau hier zeigt sich eben dieses Dilemma. Also dieses schon Wissen, dass du eins bist, dass alles eins ist. Ja, wir wissen das. Aber als Menschen müssen wir uns ja ausdrücken. Wir müssen ja in dieser Realität, in diesem Körper, diesen Körper benutzen, um sozusagen dieses Einssein auszudrücken. Und wie drückt es sich aus? Es drückt sich eben in Plus-Minus aus, in Hell-Dunkel, in Schön-Hässlich, ne? Und so weiter. Also in diesen Polaritäten drückt es sich aus. Und zum Beispiel kannst du das auch hier an diesem Bildaufbau sehen, wo ich jetzt hier sitze. Ich sitze jetzt auf dieser Seite des Bildes. Ja? Der ganze Schwerpunkt ist hier. Und in deinem Kopf sagt es die ganze Zeit, da ist nichts. Hier, da ist leerer Raum. Und dein Kopf findet das nicht gut, weil das ist nicht ausgewogen. Also alles in dir und in uns Menschen, das ist ganz normal, strebt ja auch nach dieser Balance. Aber da Leben auch ständige Veränderung ist, verändert sich eben auch alles ständig. Und wenn ich mich jetzt so hier hinsetze, dann würdest du merken, ah ja, das Bild sieht schon sehr viel harmonischer aus als vorher. Das Problem, was viele nur haben, wenn sie an diesem Punkt stehen, wo sie sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß es einfach nicht. Das kennen wir als Künstler, als diese Blockade, wenn man vor einer weißen Leinwand steht. Das ist genau das Gleiche. Du hast eine wunderschöne weiße Leinwand vor dir und bist total blockiert und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und wie man da rauskommt, all das erzähle ich dir in meinem Quantensprung-Intensivkurs. Und es ist schon unglaublich, was da für Durchbrüche stattfinden und für Aha-Erlebnisse, weil genau darum geht es ja, dass wir anfangen, jetzt dieses Ganzheitsbewusstsein, das wir ja schon durch unseren vielleicht langen spirituellen Weg schon hinter uns haben. Also wir wissen, wer wir sind, wir wissen, dass wir göttliche Wesen sind, wir wissen, dass wir unendliche Wesen sind, aber wie kriegen wir das jetzt in den Körper, in die Materie? Also noch könntest du mit reinspringen.
Wir haben gestern angefangen und es gibt alle Aufzeichnungen, alle 10 Aufzeichnungen zum Nachschauen. 3 Wochen lang, nur 88 Euro. Also falls du noch überlegst oder jemanden kennst, der vielleicht auch gerade eine Blockade hat und sagt, ich weiß nicht weiter. Ich weiß zwar, da ist so viel, was in die Welt möchte, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wie. Dann schick ihm den Link. Alles Liebe.